18:18 Uhr, Orga TV. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Meine Lieben, wir waren diese Woche wieder viel unterwegs für euch. Wir haben einiges gefilmt, sehr schöne Beiträge. Was genau heute auf dem Plan steht, das sehen wir jetzt in der Sendungsvorschau. Unser Hauptbeitrag heute lautet Existenzgründung. Andreas Hoffmann ist dazu als Studiogast live bei uns in der Sendung. Letzte Woche waren wir auf der Erster-Semester-Eröffnungsfete für euch filmen. In Orchides Welt dreht sich heute alles um Europa. Stefan zeigt euch die Welt der Farben bei Easy Edit. Und wie immer die Orga-TV-Tipps zum Wochenende. Ja, da haben wir einen kleinen Fehler gesehen, aber gar nichts. Ja, wie wir es gerade schon in der Sendungsvorschau gehört haben, es ist so, man hat eine gute Idee. Man denkt sich, boah, damit werde ich auf jeden Fall steinreich und krieg so richtig viel Kohle. Bei mir wäre es zum Beispiel, ich erfinde eine sich selbst reinigende Wohnung oder sich selbst reinige Klamotten, dann hätte ich mir eine sehr erspart. Leider hatte ich bis jetzt noch nicht diese blendende Idee, wie das funktioniert. Abgesehen davon hätte ich Kredite gebraucht und hätte einige Risiken eingehen müssen. Das ist natürlich dann die Frage, ob sich das alles lohnt. Dazu habe ich heute meinen Gast eingeladen, nämlich den Andreas Hoffmann. Wie wir gerade schon gehört haben, Servus erstmal, noch eine Hand. Ja, so. Servus, vielen Dank, dass du da bist. Nur für unsere Zuschauer, die es nicht wissen, wir duzen uns, weil der Andi ist nämlich gar nicht alt für einen Existenzgründer, nämlich erst süße 26 Jahre. Das ist ziemlich jung und da habe ich auch ziemlich Respekt davor. Erzähl uns doch mal, wie du überhaupt darauf gekommen bist, dich selbstständig zu machen. Ja, das war ein spontaner Gedanke während meiner Fortbildung zum technischen Fachwirt auf der Handwerkskammer. Mhm. Und ich habe mir eine Möglichkeit überlegt, mein späteres Studium nochmal, also ich möchte Maschinenbau später studieren. Okay. Und das Ganze zu finanzieren. Und Mach ich das Ganze dann weiter. Okay, also hast du dann geträumt von irgendeiner Geschäftsidee oder wie können wir uns das vorstellen? Also was machst du denn überhaupt da jetzt? Also? Nein, geträumt habe ich da schon überhaupt gar nichts. Das ist alles ziemlich real und es ist auch keine krachneue Idee, sondern ich habe mir einfach was gesucht, mit dem ich klein anfangen kann, wo ich nicht viel Geld am Anfang brauche, aber natürlich ohne Geld geht gar nichts. Okay. Und ja, da habe ich mir das Ganze mit diesem Online-Shop-System überlegt. Was sich ein kleines bisschen von anderen unterscheidet, aber das geht jetzt vermutlich zu sehr ins Detail. Das muss nicht ins Detail gehen, aber wir gucken uns erstmal an, was es überhaupt mit Existenz auf sich hat in unserer Rubrik Was ist? Gründung. Existenzgründung bedeutet, sich eine Existenz aufzubauen. Was ist die Existenz? Aus biologischer Sicht können wir alles, was um uns herum existiert, mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen. Wir können sehen, wir können riechen, wir können tasten, wir können hören, wir können schmecken. Aus philosophischer Sicht umfasst Existenz alles, was um uns herum existiert. Das umfasst materielle und ideelle Güter. René Descartes zum Beispiel sagte cogito ergo sum. Das bedeutet, ich denke, also bin ich. Aus politischer und wirtschaftlicher Sicht liegt das Existenzminimum in Deutschland bei 989,99 Euro Nettolohn im Monat. Was ist denn nun Existenzgründung? Seine wirtschaftliche Existenz kann man entweder sichern, indem man in einem Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis arbeitet. Oder man hat eine gute Idee und macht sich selbstständig. Also gut, wir haben einiges gelernt. Jetzt mal gleich anknüpfend dazu. Wir haben natürlich verschiedene Formen von Finanzierung. Die BWL-interessierten Studenten werden wahrscheinlich wissen, dass es verschiedene Kreditformen gibt. Es gibt verschiedene Kreditrahmen. Vor allem gibt es verschiedene Banken, die verschiedene, komme ich denn aufs Wort? Ja. Was brauchen wir? Hinterlegungen. Sag mir es. Ich komme nicht drauf.
Sicherheiten. Genau. Dankeschön. Sicherheiten, ja. Genau. Erzähl uns doch mal, wie das bei dir so war. Also hast du da irgendwelche Tipps jetzt, wenn man sich auch selbstständig machen will, Existenzgründung, Finanzierungstipps? Man sollte eine Ausbildung in der Hinterhand haben, falls es schief geht. Mhm. Ja, das heißt also, dass wenn man die Idee hat und man sagt, man hat einen finanziellen Rahmen abgedeckt durch Ersparnisse, durch die Unterstützung von der Bank, indem man vorher den Gründungszuschuss den vorgelegt hat oder dergleichen, sollte man trotzdem darauf achten, dass so eine Idee immer schief gehen kann. Deswegen auf jeden Fall vorher sein Studium beenden sollte, es nicht deswegen abbrechen muss oder auch eine Ausbildung haben sollte. Mhm. Auch wenn es die ersten beiden Jahre gut aussieht, es kann immer schief gehen. Und da hat man im Endeffekt nichts mehr, wenn man nicht vorher eine Ausbildung hat. Also das ist jetzt natürlich eine Frage ins Detail, aber diese Kredite, in welcher Höhe muss man sich das denn vorstellen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Online-Shop eröffnen will, also ich meine, mit 5.000 ist es ja wohl wahrscheinlich noch nicht getan, ne? Doch, sicher. Ja? Klar, das kann man mit 25 Euro im Monat anfangen, wenn man will. Okay. Nebenberuflich. Ist das diese spezielle neue Möglichkeit, die die Bundesregierung da geschaffen hat damals, diese speziellen Fonds? Nein, das ist schlicht und ergreifend die Möglichkeit, Open-Source-Elemente im Internet zu nutzen. Das bedeutet also wirklich, kostenfreie Software zu nutzen, die offen für jeden steht. Und das Einzige, was man da noch braucht, ist ein Webserver. Und den muss man sich anbieten. Mhm. Die gibt es auch zu verschiedenen Preisen. Da braucht man nicht viel Geld. Mhm. Das kann man nebenberuflich, neben dem Studio anfangen. Das ist ja der Hammer. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Zum Thema jetzt Subvention. Ich habe es ja gerade schon kurz angesprochen. Ich nehme jetzt mal an, du hast sie nicht genutzt. Aber es gibt ja welche. Hast du da irgendwelche Informationen noch für uns, wie man da drankommen könnte? Staatliche Subvention. Ich weiß nicht, ob es auch private gibt. Wahrscheinlich irgendwelche Stiftungen. Na gut, man kann Sponsoren sich suchen, sage ich mal. Aber das ist... eher schwierig wahrscheinlich, aber dann kommt mit der sich selbst waschenden Wohnung. Ja, also, genau. Also egal, was man macht, man muss auf jeden Fall seine Idee erstmal verkaufen können, ob man jetzt aus der Arbeitslosigkeit heraus den Gründungszuschuss beantragt oder ob man zu einer Bank geht und sagt, ich habe da eine super Idee, ich will mich unbedingt selbstständig machen, muss man halt einen Businessplan schreiben und wenn die Idee gefällt, ist der Gründungszuschuss drin, dann ist der Kredit von der Bank drin oder welche Unterstützungsmöglichkeiten man sich da auch immer sucht. Mhm. Jetzt ist es ja so, hast du gerade schon angesprochen, man muss sich gut verkaufen. Wie hast du es beispielsweise gemacht? Also ich meine, es ist ja ein Problem bei Online-Shops, haben wir ja schon eigentlich wie Sand am Meer. Was unterscheidet jetzt dein vom Rest? Die geringen Fixkosten, die ich selbst habe an dem Online-Shop. Da steckt kein riesengroßes System dahinter. Ich habe keine gigantischen Lagerkosten. Ich muss auch kein Personal bezahlen, dadurch, dass ich halt eben alles selbst mache momentan. Also Einmannbetrieb. Genau, es ist mehr Arbeit für mich auf jeden Fall. Aber dadurch kostengünstiger und dadurch, dass ich weniger Fixkosten habe, kann ich natürlich das Ganze an den Kunden weitergeben. Das heißt also, günstigere Preise. Und was bietest du da so an in deinem Shop? Momentan hauptsächlich Damenmode. Jetzt, für die Damen in der Sendung? Jede eventuell. Ja. Und da kommen jetzt noch Herrenmode dazu mit einem Vertriebspartner. Kann man das so als Expansion jetzt schon sehen? Also wenn Herrenmode, ja, da arbeite ich mit einem niedergelassenen Herrenausstatter zusammen. Mhm. Der sitzt in Püttling und der hat schlicht und ergreifend keine Ahnung vom Internet gehabt. Aber er hat die Ware, die ich nicht besitze, und da haben wir uns zusammengetan. Das heißt, dass ich halt eben in seinem Auftrag dann quasi die Herrenmode verkaufe. Aber er hat dann aber noch einen eigenen Betrieb? Oder lässt er alles über dich laufen? Nein, er hat einen eigenen Betrieb, der hat einen festen Laden. Er kommt nur mit dem Internet nicht klar. Ich dafür umso mehr. Ah, okay. Hast du denn schon vorher irgendwas mit IT am Hut gehabt oder kann das wirklich jeder lernen? Nein, ich habe da noch Vorkenntnisse aus der FOS. Ich habe ein Fachabitur in der technischen Informatik gemacht. Mhm. Und dann später hinaus mit der Fortbildung habe ich die ganzen Ideen miteinander verknüpft. Da habe ich nur noch ein Produkt gesucht, an das man relativ einfach rankommt. Und das war in dem Fall die Geschichte mit der Damenmode. Aha. Jetzt bist du ja ganz extrem als Quereinsteiger einzusehen. Wenn man mal deine Ausbildungslinie verfolgt, angefangen hat es mit dem Fachabitur. Genau. Dann hast du einen werkstättischen Beruf gelernt. Korrekt. Was war das nochmal? Den Schlosser. Okay, also eigentlich wolltest du in die Werkstattebene gehen und hast dich dann doch plötzlich dann umentschieden, einen Onlineshop auszumachen. Wie kann das passieren? Also, wie bist du darauf gekommen? Die Idee kam daraus, dass in der Maschinenbaufirma, an der ich gearbeitet habe, ich das Angebot gemacht bekommen habe, ein kooperatives Studium zu machen. Für Maschinenbau halt. Durch mein Fachabitur ist das halt eben möglich. Und das Angebot habe ich dann angenommen, aber die Unterstützung von der Firmenseite her war sehr gering, also finanziell, das hat mein Gehalt nicht abgedeckt. Ne? Ja. Ist mir die Idee gekommen, nebenberuflich dann halt eben mich selbstständig zu machen, also noch diesen Betrieb laufen zu lassen. Allerdings hat sich das Studium jetzt verschoben, jetzt habe ich den Betrieb hauptberuflich angemeldet und kann mir dadurch höchstwahrscheinlich mein Studium auch selbst finanzieren, was natürlich nicht bedeutet, dass ich die Zusammenarbeit
Firmen abbrechen. Mhm. Ja, wir haben gerade schon gesagt, du bist ein Mann-Betrieb, also quasi natürlich immens viel Arbeit auf dich. Wie machst du das dann mit dem Versand? Also sehe ich dich jetzt so in dem Fiat Punto sitzend in einem gelben durch die Stadt fahren und hier dann schöne Damenslips und BHs ausliefern? Oder? Nein, nicht ganz. Also das geht teilweise von den Großhändlern direkt aus. Es gibt Händler, die haben keine Mindestbestellabnahmen. Mhm. Mit denen habe ich mich abgesprochen und gesagt, na gut, statt dass man jetzt den Vertriebsweg nutzt, dass sie mir die Ware schicken und ich dann zum Kunden, was natürlich auch wieder mehr Geld kosten würde, könnten wir sie auch direkt zum Endkunden senden. Mhm. Da waren sie einverstanden, also wird die Ware direkt vom Großhändler aus zum Endkunden gesendet. Aber das ist schon auch dann ein richtiger Kooperationsvertrag, also das ist nicht eine kleine mündliche Abhandlung. Nein. Das sollte man schon absprechen, das macht nicht jeder Betrieb. Es ist zwar keine krachneue Idee, sage ich mal, aber ich glaube, ich bin mit einer der wenigen, die das jetzt wirklich effektiv nutzt. Mhm. Und es funktioniert sehr gut. Aha. Also wir haben jetzt ja gerade schon drüber geredet. Du willst jetzt, also hast du erst nur Damenmode angeboten, jetzt bist du mit einem Partner in Herrenmode noch eingestiegen. Gut. Was haben wir noch für Expansionen zu erwarten für die nächste Zeit? Oder? Uhren. Uhren? Ja. Okay, also diese High Society Uhren, diese richtig teuren oder eher diese für Normalbürger erschwinglichen? Das kommt jetzt darauf an, was man unter High Society Uhr versteht. Also, wie heißen die denn nochmal, diese dicken Dinge, die jeder da am Arm hat? Also ich sag mal jetzt von Fossil bis zu einer Rolex oder A. Lange und Söhne, Breitling wäre alles möglich, sage ich mal. Aber das sind Sonderbestellungen. Also doch auch eher das höhere Preissegment. Ja, auf jeden Fall. Aber Einzelstücke, die man speziell bestellen sollte. Das ist nichts, was jetzt breit im Internetshop angeboten wird. Mhm. Aber dazu kommt auf jeden Fall noch mehr auf meiner Seite, auch in Informationen, immer in den Infobereich nachkommen. Da wird es drinstehen. Ja. Ja, jetzt haben wir ja, also es ist ja gerade auch in Deutschland immer ein Problem mit der Selbstständigkeit. Es gibt so viele, die haben eine super Idee, aber haben einfach zu arg Angst. Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Sollen sie sich trauen oder muss man sich wirklich so hundertprozentig dann absichern, dass da wirklich überhaupt gar nichts passieren kann? Hundertprozentig absichern kann man sich nicht. Das muss man von Anfang an schon mal sagen. Aber wenn man eine gute Idee hat oder man glaubt, eine gute Idee zu haben, man ist davon überzeugt, dann sollte man das versuchen, selbstverständlich. Mehr wie schief gehen kann es nicht. Mhm. Und wenn man den Tipp beherzigt, dass man vorher auf jeden Fall sein Studium beendet hat oder auch noch eine Ausbildung in der Hand hat, dann geht man notfalls halt eben nochmal als Angestellter arbeiten. Ja, da hast du wohl recht. Ich komme jetzt mal zur letzten Frage und zwar würde ich gerne noch einen Tipp hören. Also es gibt ja Menschen, die sind eher so introvertierter, die können halt auch nicht so gut reden, wenn die natürlich dann vor dem Banker sitzen und sagen, ach ja, ich hab eine Wohnung, die kann sich selbst putzen, aber ich weiß nicht. Und weißt du, wie ich meine? Ja. Und dann kommt jemand hin, der total extrovertiert ist und dem dann erzählt, oh, meine Wohnung, die putzt sich selbst, gib mal Geld her. Ja, was würdest du da raten? Also wie soll ich dann vor den Banker gehen, wenn ich unbedingt einen Kredit brauche? Wie soll ich das handhaben? Ganz natürlich und absolut überzeugend. Der Verkauf fängt dort schon an. Mhm. Also das heißt, man verkauft dem Banker seine Idee. Man muss den davon überzeugen, dass es funktioniert. Mhm. Auch wenn man das nicht 100% wissen kann. Mhm. Und dann wird das klappen. Und wie ist gerade diese Überzeugung? Also wie hast du es denn zum Beispiel gemacht jetzt bei dir? Also bei mir ist es ein bisschen anders abgelaufen. Ich habe das Ganze auf jeden Fall von einem Steuerberaterbüro absegnen lassen und bin dann zur Bank. Okay. Das ist aber nochmal ein bisschen sicherer, ne? Also das empfiehlt sich auf jeden Fall, gerade auch wenn man aus der Arbeitslosigkeit, sage ich mal, das Ganze machen möchte, nach dem Studium zum Beispiel, man hat keinen Platz gefunden, ist arbeitslos und man hat aber trotzdem eine gute Idee, sage ich mal, dann kann man das so machen. Super. Dann wünsche ich dir erstmal viel Glück noch für die Firma, vielen Dank, dass du da warst. Und wer erfolgreich in der Existenzgründung ist, der darf auch mal ordentlich feiern gehen und wie wir gerade auch schon in dem kleinen Beitrag gesehen haben wir uns auf der Aster-Semester-Öffnungsfete ein bisschen umgeschaut. Da waren zwar jetzt nicht so viele Existenzgründer da, aber es waren einige da, die bestimmt sehr viel Potenzial haben. Wir schauen mal rein, bitteschön. Die Aster-Semester-Eröffnungsparty ist wieder am Start und wir waren natürlich live dabei. Wir haben das Ganze ein bisschen in Uhrzeiten aufgegliedert. Hier sehen wir 21 Uhr die Schlangen, aber die Dancefloors. Alles noch leer. Hier hören wir ein paar Musikstile dabei. Wir hatten hier insgesamt 3 Dancefloors auf der Afterparty. Das war schon der Hammer. Und so langsam füllten die sich auch. Aber jetzt im Moment sind sie noch leer. Und die Theken genauso. Die Leute stehen noch ein bisschen anteilnahmslos. Gell, Marc? Ja, lustig. 23 Uhr.
Da sah es schon ganz anders aus. Da waren die Massen schon am Trinken. Wir haben ein paar Leute gefragt, wie es aussieht. Ich würde gerne wissen, wie es euch gefällt, Mann. Ja, super. Ja? Wir sind zwar gar nicht gekommen, aber sehr schön. Spät gekommen? Ja, wir waren noch beim Vorglühen und der Bus ist dann halt zu spät gefahren. Tja, die coolen Leute kommen dann erst später. Ist doch immer so. Servus. Wie gefällt es dir denn heute Abend? Ja, es ist ein super Abend hier. Sehr gut organisiert. Tolle Musik, viele coole Leute, absolut korrekt. Hand aufs Herz, du hast schon gesoffen? Noch nicht zu viel. Ich bin noch sehr gut dabei, aber ich kann mich noch in Grenzen halten. Und das kommt noch, nehme ich an. Ja, mal sehen. Schon anfängt. Also warum seid ihr zu spät da? Wir kommen gar nicht von hier, wir kommen von weiter, ja, also bei Kaiserslautern. Und deshalb hatten wir noch ein bisschen längere Anfahrt. Ja. Aber man geht ja heutzutage auch nicht mehr so früh weg. Ja, unser Alter, ich weiß. Aber ja, seid ihr jetzt extra wegen der Party aus Lautern gekommen, oder? Ja, klar. Ja. Los. Komm, bleib doch da. Ja, was ist denn so, los? Jetzt erzähl doch mal, wie findest du es denn hier? Ja, schön. Ja, nee, wie schön. Also toll oder nur so ein bisschen? Ja, toll, wie immer. Unikäse halt, ne? Ja. Ja. Seit wann bist du da? Seit einer halben Stunde ungefähr. Seit einer halben Stunde erst? Ja. Das war ziemlich wenig. Ich meine, es hat schon 9 angefangen. Ja, wir haben aber genug getrunken. Kommt da noch einiges, nehme ich an. Ich hoffe. Alles klar, dann sehen wir uns in einer halben Stunde, oder? Ja, mit Sicherheit. Schön. Ich freue mich drauf. Ja, wir sehen, 23 Uhr war der Moment, wo jeder angefangen hat zu trinken. Und um 1 Uhr ging es dann richtig los auf den Dancefloors zu den geilsten Hits, die es heutzutage so gibt. Und auch draußen war ziemlich die Hölle los. Alle Leute drängten sich um die Bierstände, um den Essensstand. Ja, jeder bewegt sich, alles geht ab. Wir haben mal die Security gefragt, wie es mit der Sicherheit aussieht. Können Sie uns mal kurz die Kamera sagen, wie es gewalttechnisch aussieht? Sind wir hier auf dem grünen Bereich oder? Im absolut grünen Bereich. Wie jedes Jahr ist die Veranstaltung hier hervorragend organisiert und dementsprechend gewaltfrei. Gute Stimmung, wie im Hintergrund zu erkennen ist. Wir sind begeistert, die Rettungskräfte sind begeistert, der Veranstalter ist begeistert, die Leute sind begeistert. Besser kann es nicht mehr werden. So, wie sieht's aus mit dem Verlauf des Abends? Haben Sie noch irgendwelche Bedenken, dass durch zu viel Alkohol da vielleicht was passieren könnte? Oder denkt man, dass es doch ruhig verlaufen wird? Ich denke, es hält sich im Rahmen. Erfahrungsgemäß zwischen 2 und 4, wo die Stimmung ein bisschen zu kippen droht gelegentlich. Aber das sind dann Einzelfälle, Einzelpersonen und insofern haben wir freudige Erwartungen, den Abend gut hinter uns zu bringen. Und genau zwischendrin, um 3 Uhr, haben wir mal die Herrenwelt gefragt, was sie mittlerweile so über die Damenwelt denkt. Saugeil! Hier sind wir, also pass auf, von der TU Kaiserslautern. Und hier sind einfach mal ein paar geile Mädels am Start. In Lautern ist die Quote von den Mädels 5% und hier 50%. Also was ist los? Also wir waren gerade bei den Mädels. Was? Wir waren gerade bei den Mädels. Wie findest du die denn heute Abend so? Ja, ey. Ja, ne? Als Schritt kennst du von der Bettkantstoße. Von der Comments. Aber ganz ernsthaft, hier, das ist einfach wie, wenn man einfach eingesperrt ist in seiner Wohnung, dann mal ins Freibad geht und einfach nur sieht. Na, dann hoffen wir mal, dass heute Abend jeder glücklich geworden ist. Wenn ihr es verpasst habt, nächstes Semester gibt es eine neue Chance. Ciao. Hey Sven. Hallo. Na, wie geht's dir? Wer hätte das gedacht, dass ich mal bei dir lande im Orient? Ja, ist doch cool. Ich fühle mich sehr wohl. Es war alles sehr bequem, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, finde ich auch, ne? Ich könnte mich jetzt fast breit machen, du. Ja, wir haben ja gerade einen Asta-Beitrag gesehen. Wie lange warst du da? Du, also ich weiß noch, dass ich im Bett war. Aber wie ich dann heimgekommen bin, also... Wir haben bis wann haben wir denn gefilmt? Bis um 3:30 ungefähr. Und dann bin ich... wir waren ja alle dann recht... Ja, ich bin schon ein bisschen früher gegangen, aber ihr habt durchgehalten. Ja. Ja, also wir haben dich ersetzt quasi. Ja. Gut. Naja, das geht ja nicht. Aber. Genau. gestern war ja der 3. Europatag bei uns vom Audimax. Genau. Wie hat es dir gefallen? Also ich muss ehrlich sagen, von einem Europatag hätte ich jetzt ein bisschen mehr Größe erwartet, ganz im Ernst. Ja.
Es waren zwar viele Stände da, aber manchmal waren halt auch wirklich Stände, wo ich mir gedacht habe, was hat das jetzt damit mit Europatag zu tun? Also ich weiß, wie ging es dir denn? Also, ja, also es war diesmal ein bisschen kleiner. Letztes Jahr war es ziemlich groß, eigentlich um das, also im ganzen Gebäude eigentlich. Und diesmal war es eigentlich nur die Hälfte, so circa, oder ein Viertel eigentlich vom Gebäude. Ne? Ja, es war ja gerade so, das war ein halbes Hufeisen. Ja, genau, genau. Also, war halt nicht so groß, aber war okay, oder? Ja, ja. Es also, waren ja mehrere Stände da. Genau, wir mal zu einem kommen? Wir gehen mal zu den Ständen. Wir gehen rüber zu den Ständen. Zum Frankreichzentrum zum Beispiel. Das Frankreichzentrum, ja. Kannst ich kann Franzen. Kannst du es denn? Nicht so gut, nee. Pas français. Eigentlich. Ich verstehe zwar viel, ja. Ich hatte ja Franz LK, Leistungskurs. Aber irgendwie, du auch, oder? Bei dir ist was hängen geblieben. Ja, du, das ist, also Französisch ist halt, sagen wir es mal so, ich kann es auch hören, aber antworten fällt mir halt immer schwer. Es ist wie mit Italienisch. Ja, genau. Ich habe mal Latein gehabt, ja. Ich kann auch italienische Zeitungen verstehen, aber was Italienisch labern, du, keine Chance. Ach Gott, nee, keine krass, Chance. Ja, ich habe auch das Latinum, aber das, da klappt nichts bei mir. Also, Sprachen ist... genau. Naja, aber dann war noch ein Perspektivstand da. Kennst du Perspektiv? Perspektiv, wenn du das Festival meinst, ja. Genau. Ja, ist es das? Ja, genau. Toll, toll. Das gibt es schon seit 34 Jahren. Hier ist schon so lange. Ja, genau. Boah. Und das ist quasi deutsch-französische Bühnenkunst. Und dieses Jahr ist es wieder vom 5. bis zum 15. Mai. Also, wenn ihr Lust habt, hinzugehen, findet halt immer an anderen Standorten statt. Ne? Mal Johanneskirche, mal Buswerkstatt. Buswerkstatt ist bestimmt eine ganz interessante Location. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Wir werden es uns auch angucken. Ich hoffe, ihr auch. Orkide hat es euch ja empfohlen. Also, immer schön machen, was die Orkide sagt. Genau, geht hin. Dann gab es noch einen Fairtrade-Stand. Ja, also der, also Entschuldigung, aber der war für mich total fehl am Platz. Ach Gott, warum? Also ich weiß nicht, was an einem Europatag ein Fairtrade-Stand soll. Also das ist für mich zu viel Werbung dann. Ich meine, Fairtrade ist ja gut. Genau. Ja, aber was der... Kaufst du dir Fairtrade-Schokolade oder Fairtrade-Kaffee? Oder? Okay, ich esse doch keine Schokolade. Ah, sorry, ja. Ich esse doch keine Schokolade. Ja. Nee. Also Kaffee... Ach, sagen wir es mal so, wenn ich im Lotto jetzt 10.000 gewonnen habe, dann kaufe ich mir Fairtrade-Kaffee, okay. Aber ansonsten ist das, weißt du, das ist ja auch eigentlich nett, also sind wir jetzt mal ganz krass, nicht für unsere Klientel. Ich meine, wir sind Studenten, von uns kann man nicht erwarten, dass wir da jetzt das Teuerste vom Teuersten kaufen. Mhm. Wenn wir jetzt ein gutes Einkommen haben, dann... Gut, aber wir können es versuchen, weil Fairtrade ist ja eigentlich was Gutes, ne? Das ist ja eigentlich natürlich. Gegen die Armutsbekämpfung. Und zwar geht es da hauptsächlich um Handelsbeziehungen, ne, weil in den armen Ländern gibt es ja diese Produzentenfamilien, die sehr benachteiligt sind und Fairtrade sorgt eigentlich dafür, dass das alles so ein bisschen im Gleichgewicht ist, deswegen ist das auch ein bisschen teurer, du. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber also, hör mal, mir zwitschert gerade ein Spanns, dass wir ja auch ein paar Bilder dazu haben. Ja, sollen okay, wir uns die mal angucken? Genau, die gucken wir uns jetzt mal an. Da sind wir nämlich, ja, es ist also, es war im Audimax, natürlich ist es jetzt vor dem Audimax, ich weiß. Genau. Aber, der Stern, der für Europa steht, das ist dieser besagte Fairtrade-Stand. Genau, der schöne. Ja. Oh, hier waren noch einige da am Stand dabei, guck mal. Ja, sieht auch alles sehr interessiert aus, muss ich jetzt sagen. Guck mal, das sieht aus, als wären die Grünen da gewesen. Naja, das war nicht so lustig. Ja, das waren die Japan-Wochen, genau. Aber ja, und das ist wieder der Fairtrade, weil der sieht wieder aus wie ein FDP-Stand, irgendwie so von der Farbe her. Ja, jetzt macht man nicht so viel Politik hier. Nee, aber man sieht, es ist auf jeden Fall, die unterhalten sich alle gut, es war eine super Stimmung. Hier der Perspektivstand, der genau. Vorverkauf von den Karten. Genau, da hat man auch die Plakate gesehen. Oh, du warst auch da. Ja, natürlich, MTP ist immer da. MTP war wieder immer da. Wo war denn die Fachschaft? Ja, die Fachschaft, die hat getagt. Ach ja. Die Fachschaft war in anderen Dingen involviert. Also könnt ihr aber keine neuen Mitglieder gewinnen. Ja, wie gesagt, Dienstag 18 Uhr. Naja, okay, ja, Frankreichzentrum hatten wir schon. Ja, das Centre Juridique, ja, das ist halt mehr so für die Wirtschaftswissenschaft, ach Quatsch, für die Wirtschaft und Rechtler und Juristen. Mentoren, ja. Ich war mal Mentor, Fräulein, du ach, auch? Nee, ich nicht, na, leider nicht. Da haben wir's. Und der besagte Fairtrade-Stand. Schön. Und der Stern zum Schluss. Genau. Ach. Traumhafte Welt. Genau, war doch schön gestern, oder? Du, war wirklich schön. Aber wie gesagt, ist ein bisschen klein ausgefallen. Das nächste Mal könnte es ruhig ein bisschen voluminöser werden, wie jetzt mal sagen. Ja, genau. Aber jetzt wollen wir wieder weitermachen. Gell? Ja. Jetzt kommt nämlich Stefan mit der Welt der Farben. Bitteschön. Musik
kommen bei Easy Edit. Letztes Mal hat das mit der Farbkorrektur ja nicht so ganz geklappt. Ihr erinnert euch, da habe ich die Schiene gebaut hier. Aber dieses Mal habe ich Farbkorrektur für euch und zum ersten Mal bei Easy Edit mit Premiere. Insofern Premiere für mich, Premiere für euch. Bitteschön. Servus und hallo. Ich habe hier mal dieses Video von der MTP-Kissenschlacht mitgebracht und ich habe aber vergessen, an der Kamera die Studio-Einstellungen wieder rauszumachen. Das heißt, das Ganze steht jetzt noch auf Studiobeleuchtung und der ganze Clip ist viel zu blau geworden. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, oh, der Clip ist hin. Nein, im Gegenteil, den kann man im Nachhinein noch bearbeiten. Das heißt, das Blaustiche hier rausholen. Und das geht hier unten bei diesen Videoeffekten zum Beispiel. Das ist jetzt nur eine Möglichkeit. Hier gehe ich auf Farbkorrektur, Color Correction. Und nehme mir mal den schnellen Farbkorrektor. Hier den Fast Color Corrector. Leg den auf diese Ebene hier drauf. Und bekomme hier oben in meinem Effect Controls Fenster diesen Fast Color Corrector. Das Fenster mache ich mal auf. Und wir sehen hier diesen Farbring. In der Mitte ist so ein Kreis. Den klicken wir an mit der linken Maustaste. Und gehen an den Rand und wir sehen, wir können das Bild, wie wir wollen, ein bisschen einfärben. Und da das Ganze blau ist, brauche ich die Kontrastfarbe von blau und die liegt hier so im Orange-Grünen etwa hier. Jetzt ist das Bild schon viel besser. Hier unten gibt es noch einen Reiter Sättigung. Da kann ich zum Beispiel eine volle Farbe wählen, dann sieht das Ganze sehr bunt aus. Oder ich nehme die Farbe komplett raus, dann bekomme ich ein Schwarz-Weiß-Bild, aber das wollte ich ja hier jetzt nicht machen. Ich gehe hier nochmal zurück auf 100%. Und ich kann hier unten bei den Input-Levels diesen Reiter beim Weißen noch ein bisschen nach links ziehen, dass das Ganze künstlich noch ein bisschen aufgehellt wird, dass das Ganze dem Original ein bisschen näher kommt. Wenn ich den Effekt jetzt hier auf diesem FX-Symbol ausmache, dann sehen wir, wie es ausgesehen hat. Und jetzt nach der Farbkorrektur sieht es einigermaßen brauchbar aus, das Video. Also keine Videos wegwerfen, erst probieren, ob es mit Farbkorrektur möglicherweise noch ein bisschen zu verbessern geht. So, ich habe noch ein Video. Das ist dieses hier, das wir für den Osterclip gedreht haben. Und meiner Meinung nach ist hier vorne dieser Fahrradständer noch ein bisschen zu hell im Bild. Wie bekomme ich diese Helligkeit jetzt raus? Das geht ebenfalls hier unten bei Farbkorrektur. Ich nehme mir einfach mal den RGB Curves oder RGB Kurven, lege den hier drauf auf die Ebene. Die Ebene muss natürlich angeklickt sein. Und bekomme hier wieder diesen Reiter, den ich mit dem Dreieck aufmache, RGB Curves. Jetzt habe ich hier diese Vierecke, die sehen auf den ersten Blick mal ziemlich schwierig und undurchblickbar aus. Beispielsweise, wenn ich hier jetzt mit dem roten Reiter ganz rausgehe, verschwindet komplett das Rot aus meinem Bild. Das möchte ich jetzt nicht. Ich gehe auf die Master Levels und habe links unten hier im Eck, repräsentiert die dunkleren Stellen im Bild. Und rechts oben, das hier, repräsentiert die helleren Stellen, hier zum Beispiel das Fenster. Und jetzt möchte ich, wie gesagt, hier diesen Fahrradständer ein bisschen dunkler machen. Dazu schiebe ich mir einfach die Linie ein Stück hier runter und gleichzeitig hier ab der Mitte nochmal ein bisschen ins Hellere hoch. Und so sehe ich, dass ich den Effekt, den ich haben wollte, erzielt habe. Vorher sah es so aus, alles noch hell, und jetzt habe ich meinen Fokus hier in der Mitte auf diesem Osterhasen liegen. Am besten ist es, ihr probiert selbst ein bisschen mit diesen Farbeffekten rum, weil nur vom Zusehen lernt man es nicht, nur durch selbst das Ganze anwenden lernt man das wirklich. Ja, und das jetzt für die MPler langsam aber sicher auf die Produktion der Videos zugeht, zeige ich bei der nächsten Folge von Easy Edit, was man mit Textebenen alles anstellen kann und wie man ein individuelles Intro bzw. Outro für sein Video schreibt. Bis dann! Ja, wer hätte das gedacht, so schnell in den, naja, ein bisschen kläglichen Urwald, aber naja, genau. Okide, herzlich willkommen bei mir, ja. Ausnahmsweise mal. Hallo. Wir haben noch kurze Tipps, was es demnächst so gibt, fang du mal an. Genau, und zwar am 14. Mai gibt es sowas wie eine Schnitzeljagd, so ungefähr, vom Fair Trade. Mhm. Und zwar ist es so an verschiedenen Saarbahn-Haltestellen, Johanneskirche, Landwehrplatz, Kleinbittersdorf und Saargemünd, glaube ich, da steigst du halt immer an den einzelnen Stationen aus und musst halt Fragen beantworten. Und das ist halt so ein Gewinnspiel von Fairtrade. Und solche Aktionen gibt es nicht oft in Saarbrücken. Deshalb würde ich sagen, ne, geh mal da vorbei. Ja, wenn ich genug Kaffee kriege, und dieser Kaffee soll ja ziemlich gut schmecken. Ich weiß nicht genau, aber ich hoffe mal, dass es so ist. So,
Das war's schon wieder für heute. Wir hatten natürlich wieder einen super Studio-Gast. Es war auch eine brillante Sendung. Ich habe hier noch was stehen, und zwar haben wir einen Link zum Shop und Infos auch noch dazu, also zu dem Online-Shop vom Andreas Hoffmann bei unserem Facebook-Profil OrgaTV Panda. Und ja, was haben wir noch? Nächste Woche gibt es eine neue Sendung. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Und jetzt gibt es noch unsere OrgaTV-Tipps zum Wochenende. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao. Nun wieder die OrgaTV-Tipps zum Wochenende. Nach 11 Jahren gibt es endlich wieder eine Antwort auf die Frage: Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Scream 4 startet am Donnerstag, den 5. Mai in den deutschen Kinos. Am Freitag, den 6. Mai, läuft in Saarbrücken folgendes: In der Garage ist ab 22 Uhr wieder Best of angesagt. Im 7 kommt das goldene Zeitalter zurück. Ab 23 Uhr gibt es The Golden Ages Bringing Back the Real. Und im Nachtwerk findet ab 22 Uhr die Das Team Semester Eröffnungsparty statt. Studenten bekommen dabei 50% Rabatt auf Eintritt und Verzehr. OrgaTV wünscht euch viel Spaß für das kommende Wochenende.